Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ufruppe. Sehr verehrte Damen und Herren, heute richtet sich es aber mehr an die Herren, denke ich mal. Denn es geht, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, um FIFA. Da packe ich nämlich aus für euch die Ultimate Edition von FIFA 13. Ja. Die Ultimate Steelbook Edition, um genau zu sein. Denn da ist noch ein Steelbook dabei und das gibt's nur bei Amazon in Deutschland. So sieht's aus. So, erstmal wieder hinten drauf, um zu zeigen, wie die Packung von hinten aussieht. Mann, wie spannend ist das denn? Haha. Und ich hol in der Zeit schon mal mein Onkel Jo Sackmesser. Hier ist es. Onkel Jo Sackmesser. Und werde die FIFA 13 Packung vernichtend aufruppe. So. Ihr habt euch ja das gewünscht von mir, dass ich unbedingt das hier auspacken soll. Und euer Wunsch ist mir ja manchmal Befehl, deswegen mache ich das auch. Ja? So nett bin ich heute. So. Hat sich nicht sehr gewehrt. Aber hier, guck mal, hier sind ganz viele lustige, leuchtende Hologramme drauf. Einmal vom DFB und dann nochmal von der FIFA, weil da zahlt EA nämlich eine Mörderkohle für, um die ganzen Lizenzen hier rein zu bekommen. Und alle Bundesligaspieler, alle Vereine, alle, ach, nicht nur Bundesliga, das sind ja Milliarden Ligen hier drin, verewigt mit allen Originalnamen, Trikots und so weiter. Und dieses Jahr gibt es sogar Fangesänge. Wie cool ist das denn? Kannst du so einen Fangesang, Lukas? Nein. Komm, mach mal einen. Was ist dein Verein? Borussia Dortmund. Hier regiert der BVB. Ja, komm, mach doch mal was. Nein. Was rufen die denn da bei Borussia Dortmund? Sag ich nicht. Man sagt doch, Borussia Dortmund hat die besten Fans der Liga. Stimmt das? Ja, natürlich. Aber du gehörst da wohl nicht dazu, wenn du da nichts singst. Doch, aber nicht, wenn ich filme. Na gut. Nur im Stadion. Aber SGE ist ja eh besser. Hat man ja bei dem 3:3 gesehen, oder? Na, da fällt dir nichts mehr zu ein, okay. Ist ja gut. So, hier. Also, da ist auch Frankfurt drauf. Drin. In dieser DVD. Nicht sehr spektakulär. Was haben wir hier noch? Ein Code, um. Schaut, das FIFA 13 Ultimate Edition Angebot freischalten zu können. Da bekommt man 24 Gold-Sets. Ist ein bisschen kompliziert. Da muss man nämlich jede Woche mitmachen, sonst verfällt da auch was. Und es verfällt auch im März, glaube ich. Warte mal. Oder März? Irgendwo. Ja, hier. Der Footcode. Also nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Der FIFA Ultimate Team Code. Der erlischt am 27. März 2013. Jo, also bis dahin aktivieren, sonst bringt euch das gar nichts mehr. Was haben wir hier noch? Früher, mehr, besser. Das Season-Ticket. Noch mehr aktivieren. Meine Herren, hier hinten ist auch wieder ein Code. Und dann habe ich Zugriff auf Online-Funktionen. Hier kannst du ruhig filmen. Ich halte den Daumen drauf, den Zeigefinger. Das neue Feature. Virtuelle Bundesliga erleben. Also bei FIFA 13 läuft vieles online. Wenn es denn mal läuft, am Anfang gab es ein paar Problemchen zum Start, aber ich glaube, das haben sie jetzt auch wieder im Griff. Die Anleitung selbst glänzt wieder durch Unfarbigkeit und unglaublich viele Seiten, nämlich 4 plus weiß, da steht noch nicht mal für ihre Notizen mehr drüber, da wird jetzt sogar eine Druckerschwärze gespart. Na gut, aber, und jetzt kommt's, Hammer, nur bei Amazon, das Steelbook. Da könnt ihr nämlich das Spiel reinpacken. Ja, das gibt's wirklich. Ich mach's jetzt mal auf. Vorsichtig natürlich. Mit dem Sackmesser. Damit ich hier auch das Steelbook nicht zerstöre und verkratze. Weil das ist ja blöd. Weil auf Steel Kratzer sehen ja, die sehen ja nicht schön aus, ist auch bedruckt. Und ihr wisst ja, auf meiner Brust habe ich auch keine Haare. Weil auf Stahl keine wachsen. Der alte Gag. Oh, okay. Gut. So,
So sieht's aus, von vorne und von hinten. Ohne USK-Logos und alles, aber mit seitlichem Bedruck, damit es auch im Regal hübsch aussieht. Und drin ist nichts. Oh, verflixt, ein Code. Fast nichts. Den musst du entfernen. Weil den brauche ich nämlich für die, hier zahle ich hinzu, 1000 EA Sports Football Club Coins. Also die In-Game-Spielwährung, damit ihr einfach fiese Vorteile gegenüber euren Freunden habt und bessere Vereine euch zusammenstellen könnt. Na super. Gut, aber hier passt dann alles von der Edition rein. Fast alles. So. So. Und das könnt ihr eigentlich wegwerfen. Tja, das ist ja super. Werfen wir es einfach weg. Und das kommt dann ins Regal. Mit Messi drauf. So, aber das ist noch nicht alles, weil wir haben ja gerade so eine Aktion laufen und da werde ich mal kurz zum David drüber gehen, der stellt die euch mal vor. Da gibt es nämlich einiges zu FIFA, zu gewinnen, für euch, gewinnen. Ja. Und David! Guten Tag! Servus! Du, ich habe hier gerade unsere Zuschauer hinter der Kamera und stell doch mal kurz vor, was es zu gewinnen gibt. Ja genau, es gibt diese T-Shirts hier. Trikots, nicht T-Shirts, natürlich hochwertige 13 Trikots. Stell dich mal dein, wir brauchen besseres Licht. Gut. Hier. Boah, das ist aber ein feines Stöpfchen. Ja, das ist super. Wow. Das ist ja bestimmt irgendwie so auch transpirativ, oder? Also man kann reinschwitzen, ohne nass zu werden. Ja, ich bin eigentlich, komme ich auch gerade vom Sport, habe ich 3 Stunden gerade gemacht, aber ich schwitze gar nicht da drin. Ich, das ja auch 3 km/h schneller. Und die könnt ihr gewinnen. Ja, und dazu, es gibt nicht nur das Trikot, es gibt auch diese Tasche hier. Auch diese unglaublich tolle Rewe-Einkaufstasche gibt es dazu. Das ist eine Balltasche. Oh ja, natürlich. Da kannst du einen Ball reintun. Ja, kann ich auch mehrere raustun. Bälle reintun? Je nachdem, wie groß die Bälle sind. Ja, aber wahrscheinlich keine Fußballbälle, ne? Dreht schon mal um, was gibt's da hinten noch? Da gibt es einen schwarzen Rücken. Aber das kann man jetzt ja auch im Shop da noch beflocken lassen. Da könnt ihr euren Namen und eure persönliche Nummer noch hinten drauf machen. Auf jeden Fall. Ja, find's toll. Was muss man dafür machen? Dafür muss man Tipps einsenden zu FIFA 13. Wenn ihr FIFA 13 spielt, einfach mal auf spieletipps.de gehen, da findet ihr die Aktion. Ja. Und ja, bis zum Freitag, einschließlich den 5. Oktober, habt ihr Zeit und die besten Einsender gewinnen. 5. Oktober sendet uns unsere Tipps und da sage ich doch nur FIFA Las Vegas. Wenn ihr mehr Mist hören wollt, dann hier klicken. Jetzt habe ich ihn verwirrt, ne? Nein, hier klicken. Hier klicken und abonnieren. Bis dann. Ciao.